Wissen Sie etwas über das KZ-Außenlager, Herr Spruck? Ach Gottes Willen. Ich bin Vanessa aus Hersbruck. Ahoi, ich bin Wendy aus dem Litomnitz. Ja, ich bin Dina aus dem Dagerslitomnitz. Ich bin Jule aus Hersbruck. Und was unsere zwei Städte verbindet? A co mají naše města společného? To vám teď poví Matthias Rittner. Das erklärt euch jetzt Matthias Rittner. Also sowohl Leitmeritz als auch Hersbruck sind Außenlager von Flossenbürg gewesen. Flossenbürg war das Hauptlager, Leitmeritz und Hersbruck waren die größten Außenlager von Flossenbürg. In Leitmeritz waren es etwa 16.000 Häftlinge, wenn ich mich nicht irre, und in Hersbruck etwa an die 9.000. Und an beiden Standorten ist auch in etwa ähnliche Arbeit gemacht worden. Man hat sowohl in Leitmeritz als auch hier in Hersbruck eine unterirdische Fabrik bauen wollen, um dann dort für den Krieg zu produzieren. Um ehrlich zu sagen, wenn ich das im Fernsehen immer sehe, das macht mich so wütend. Die Deutschen haben sehr viel davon gewusst, was da hier in Deutschland allgemein passiert ist. Die Wohnung bleibt 100 Meter, haben die gewohnt, ja, die haben nichts gewusst, dass da Menschen einfach massakriert worden sind und so. Und deswegen, das tut mir sehr weh dann. Also ich verstehe es immer noch nicht, weil die Leute, NPD und das Ganze, das sind Rassisten und es bleibt so. Und warum denken Sie, ist für viele Menschen dieses Thema ein Tabuthema? Warum reden viele Menschen da nicht drüber? Ich glaube, es ist für viele ein Tabuthema, weil es natürlich ein unschönes Thema ist. Es ist ein schwieriges Thema. Die viele Menschen, die damals gelebt haben und selbst wenn sie damals in dieser Zeit geboren sind, haben so ein klein bisschen so einen Schuldreflex mitbekommen. Já si myslím, že doba druhé světové války tabuizovaná není. Připomínat by se určitě měla a možná pro mladou generaci je to důležitější než pro nás, protože mladá generace už nemá to spojení, je to pro ní poměrně vzdálená historie, ale tak, jak víme, historie se může opakovat, takže právě proto by se měla ta doba připomínat, aby se neopakovala. Ich finde es gut, dass junge Leute sich dafür interessieren. Ich kenne jetzt viele aus meiner Generation, die das gar nicht mehr hören wollen. Aber es muss am Leben erhalten werden und es ist heute noch unfassbar, dass sowas überhaupt passieren konnte. Und die momentane politische Lage überall in der Welt ist schon wieder oder hat schon wieder, ist schon wieder besorgniserregend. Vor unserer Tür passieren wieder schreckliche Dinge, die zwar nicht vergleichbar sind, aber auch erschütternd mit Folter und Krieg und Tod und Giftgas und was weiß ich. Also es ist grauselig und darum freue ich mich, dass junge Menschen sich dafür interessieren. Und ich hoffe, es passiert nie wieder. Die Menschen, die in diesen Konzentrationslagern weggesperrt worden sind, das sind Leute, die aus der Gesellschaft sozusagen rausgefallen sind. Das geht nicht damit los, dass diese Lager gebaut werden und die werden da reingesteckt, sondern das geht schon viel früher los. Es geht damit los, dass sie diskriminiert werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass man sie an den Rand der Gesellschaft schiebt. Und das ist eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Am Anfang steht nicht ein Lager, am Anfang steht nicht Flossenbürg, Dachau oder Auschwitz, sondern am Anfang steht, ich finde den doof, weil der anders ist.